Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange Before the Storm. Ich habe keinen Plan, wo wir sind. Aber wir werden sicherlich gleich herausfinden. Beim Leuchtturm in der Nähe? Beim Leuchtturm in der Nähe. Auf jeden Fall nicht an einem abgelegenen Ort. Sonst wären hier keine Menschen. Würde ich mal meinen. Das sieht nice aus. Das sieht echt schick aus. Warum habe ich solche Orte nicht in meinem Ort? Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Another one? I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. I know all the world's a stage and shit, but I'm not an actor. Really? I see you acting like you're tough all the time in school. Damn it. This game involves spying on people from afar. Luckily, we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. That blows. Well, shit. Da geht das Geld hin. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Alles klar. Tut mir leid wegen Drew. Nicht deine Schuld. Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch. Nur die meiste Zeit? Vergiss es. Alles klar. Hey, bewegliche Leinwand war locker der Zug, aber ich konnte da nichts hinmalen. What? Das ist gemein. Max, haben wir je zwei Wahrheiten eine Lüge gespielt? Du würdest dabei versagen. Wir hätten es zwei Wahrheiten und oh mein Gott, ich kann ich es zurücknehmen? Tut mir leid, dass ich gelogen habe. Die Schuld erdrückt mich. Genannt. Zwei Wahrheiten eine Lüge sollte in der Schule unterrichtet werden. Kommt mir so vor, als habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass Rachel beidhändig ist. Und Löwe. Und dass sie aus Kalifornien ist. Ich habe auch gelernt, dass ich noch viel übers Lügen lernen muss. Ich war ein offenes Buch für Rachel. Sie hat meine erfundene Katzenallergie als Unsinn erkannt. Im Prinzip ist sie ein menschlicher Lügendetektor. Habe ich erwähnt, dass wir in einem Zug waren? Das war echt cool. Einfach nur da sitzen und die Welt vorbeifliegen sehen. Dann sind wir rausgesprungen und in einem abgefahrenen Park im Norden der Stadt gelandet. Kein Ding. Captain Chloe Blaubart, Geißel von Acadia Bay. Okay. Damn, that's an old tree. Wait, does this sign say butt rot? Oregon Weißeiche, alias Gary Eiche. Okay. Die ikonische Weißeiche des Staatsparks von Culmination ist eine der ältesten Bäume im pazifischen Nordwesten. Ihr gebogenes, stuhlartiges Wachstumsmuster reflektiert den Brauch amerikanischer Ureinwohner, Bäume zu formen, um Pfade oder Gebiete von kultureller Wichtigkeit zu markieren.
Das Alter des Baumes wird auf 400 bis 450 Jahre geschätzt, obwohl Braunporlinge, Polyporus dryophilus, im Inneren eine genauere Analyse verhindern. Eine Narbe am nördlichen Ende des Stammes bezeugt, dass der Baum vor ca. 200 Jahren einen direkten Blitzeinschlag überlebt hat. Daten: Höhe 13 Meter, Durchmesser auf Brusthöhe 160 Meter, Alter 400 bis 450 Jahre, Querschnitt des Stammes. Die eng zusammenliegenden Ringe weisen auf Zeiten der Trockenheit, Krankheit und erneutes Wachstum nach einem Waldbrand hin. Alter. The lonely oak looks lonely. Guess even trees have outcasts. Ich habe eben erst Eichel gelesen. Looks like this one might actually be working. Ja, dafür brauchen wir eine Münze, würde ich meinen. Was this how historic axe murderers searched for their next victim? Graffiti! Wupp, wupp. Ich wäre für eine Axt. Komm, eine Axt passt. Don't axe, don't fell. Okay. Mann! Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, washing laundry and spitting out kids. Alles klar. This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. Geschichte des Overlook Parks, Kulmination Staatspark. Blackwells Expedition. Dieser Ort markiert die Endstation von Ezekiel Blackwells Expedition Richtung Westen, um die Städte Kulmination und Acadia Bay zu gründen. Am 14. März 1838 verließen Blackwell und eine Gruppe Siedler Independence, Missouri Richtung Oregon. Am 3. März 1839 erreichte Blackwells Expedition Overlook Park. Als er von dort den Pazifischen Ozean sah, erklärte Blackwell die Expedition für beendet und gründete die Stadt Culmination. Die Gruppe reiste später weiter Richtung Süden, um Acadia Bay zu gründen, das nach Blackwells Bewunderung für die Schönheit der Natur in dieser Gegend und seinem Wunsch, in Harmonie mit den Ureinwohnern zu leben, benannt wurde. Culmination Gipfel und umbenannt in Culmination Staatspark, wurde 1997 unter Gouverneur John Kitzhaber zum Staatspark erklärt. Statue Northwest Whaler, erbaut 1992, feiert das 150-jährige Jubiläum von Culmination. Designer Dwight Müller. Alles klar. Yuck. Cliché much, AW and BW? TK plus MJ forever. Oh, und? Hi, Mom. Mom! Okay. Haben wir sonst noch was? Ist da vorne noch irgendwas? Hier sieht's aus. Eine Reifenschaukel, ja. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Ist doch ganz nice eigentlich. I've always said the Prescott family has a couple screws loose. In Gedenken an Martin Lewis Prescott, dem wunderbarsten Sohn von Acadia Bay. Kann ich hier überhaupt lang gehen? Ja, oh. Wait, is that the same AW as before? Not afraid of commitment, I see. I've been saying sorry all morning. I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. Okay. Wow, that's badass. Das sieht halt so todesgeil aus. Yep, it's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class.
Ein Totem des Salish-Stammes. Der Rabe steht für Verwandlung. Sein Grinsen versteckt seinen schelmischen Charakter. Der Rabe erscheint in vielen uralten Geschichten der Salish und anderer Stämme. Manche sagen, der Rabe half bei der Erschaffung des ersten Menschen. Der Rabe verdient Respekt, aber vertrauen sollte man ihm nicht. Okay, never trust a... Ah, fuck, wie heißen die nochmal auf Englisch? Was ist Rabe nochmal auf Englisch? Damn, Oh, mir liegt's auf der Zunge. Ach, egal. My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, wino has a classy ring to it. If you're going to argue in public, at least have the decency to make it about something interesting. Echt mal, ey. Hey, spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not... What kind of food? This place has really gone downhill. Shh. She's right there. What's worse than groveling for change? Groveling for change and failing. Alles klar. Ich bin nicht hier für... Moment. Was für Essen? Ist nice. Eichhörnchen, auf wie süß. I guess nature doesn't quite provide. Ich will sie nicht erschrecken. Ach, egal. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Oh, Eichhörnchen sind so niedlich. This trash can is in pretty high demand. Bye, you fools. Echt jetzt? I guess nature doesn't quite provide. Alles klar, okay. Oh. Erstmal sitzen. Hi, endlich. Just a day in the park with Rachel Amber. You know when something kind of amazing is happening, you don't always stop to think about it right away? And then when you do think about it, you start thinking about it a lot. And the more you think about it, the crazier it seems, until pretty soon you're psyching yourself out and then everything turns to shit. Yeah. Let's not do that today. Okay. So, kommen wir hier auch noch weiter. I don't want to head down there just yet. Okay. Warum nicht? Chill. This whole day is out of order, but in the best possible way. Rachel's quarter is still trapped in there, waiting to be set free. Yeah. Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. I'm not getting in there with just my fingers. Maybe Rachel has something I can use. Dann fragen wir sie mal. I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Oh, Victoria? Chloe Price. Fluor, Jod, Kohlenstoff, Kalium. Tellur, Uran, oh, Kohlenwasserstoff, was? Kohlenstoff, Wasserstoff. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich Imperionsystem fickt euch liest? Was? Ach, dass sich das Imperionsystem fickt euch liest. Oh, das ist cool.
Ich hab dafür Ärger bekommen, du Fluorsauerstoff-Tellurselen. Du hast mich gerade eine Photese genannt. Hä? Tellur ist TE und Selen SE. Fick dich, du bist so tot. Bist. Das finde ich nice. Also, nicht das. Okay. Nicht, dass Dings bald tot ist. Sondern, dass sie einfach eiskalt korrigiert. Moment, ich will noch mal kurz gucken. Kann ich jetzt irgendwie... Schade, ich dachte, ich kann jetzt irgendwie den Leuten die Nagelfeile oder so anbieten. I've got a new tool. Neato. Damit die irgendwie an ihr Autoschlüssel kommen oder so. Und dann geben sie uns Geld. Eine gute Tat. Und so. Damn it. It always looks so easy in the movies. I wonder if I can find something sturdier to use. Okay. Die Bank ging nicht. Moment mal. Kann ich jetzt an dem Baum selber Initialen schnitzen, so mit dem Dingens hier? Nee. Schade. There's gotta be something freeing about being able to build your home wherever you are, from whatever is around you. Ja. Kann ich den Leuten jetzt die Nagelfeile mitnehmen? I'm gonna need a bigger prior majigger. Ja. Ist mir klar. Suche ich gerade. Muss ich nochmal Rachel fragen? Hier könnte ich auch nichts mehr machen, okay. Moment. Nein. Nein. Kann ich vielleicht von weiter oben so seine Axt nehmen? Das wäre irgendwie cool. Aber nein. Das funktioniert nicht. Rachel. Totally gonna get you that quarter. Love the confidence. Would love a quarter even more. Ja, gut. Da muss das. Das muss doch irgendwas mit den Dingern hier zu tun haben. Mit den Eichhörnchen und so. Irgendwo ist Metall. Ja. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Jetzt kommen die Vögel. Da ist kein Metall oder so. Ah! Die Wildmunstafel gesehen. Ich will aber nochmal wieder die Dings hin. Ups. Die Eichhörnchen da hinkriegen. Muss irgendwas mit irgendwas zu tun haben. Würde ich sagen. Stealing a dedication plate takes persistence. Kann ich die Nagelfeile wieder mit? Nein, kann ich nicht. Alles klar, wir haben aber eine Nachricht von Steph. Hey, aufgepasst, Wells ist auf dem Kriegspfad. Oh nein, ernsthaft, ich versuche nur zu helfen. Ja klar, du hast mich heute Morgen umgebracht. Dafür ist der Meister zuständig, Mann. Und danke, dass du mit uns gespielt hast. Mikey hatte richtig Spaß. Er ist cool. Er ist seit einer Weile etwas depri, weiß nicht warum, aber das Spiel mit dir hat ihm gut getan. Bin ich gut. Das freut mich. Prescott, Power, activate. Geil.
I win. That was enough of a game for me. Your MacGyver skills are second to none. Except, probably, MacGyver. Gut, Leute, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.